Okay, Leute, also jetzt esse ich mein Essen und ja, ich esse jetzt einfach und dann erzähle ich euch gleich was. Und zwar, Leute, ihr wisst ja sicher noch mein Tinder-Raid, mit dem ich Kontakt abgebrochen habe. Und Leute, by the way, ich war nur auf ein Date, weil vor viele denken sich so, die war vor viele Dates, aber Leute, nein, ich war nur auf ein Tinder-Date. Auf jeden Fall, er hat mir heute gesnappt, er hat sich gemeldet aus dem Nix. Obwohl ich gesagt habe, dass ich keinen Kontakt haben möchte, habe ich ihn ignoriert. Und ja, genau, ich hoffe, es bleibt so, Leute. Weil ich möchte keinen Kontakt. Aber Boy Nummer 1 meldet sich aktuell nicht. Und es passt mir eigentlich nicht, aber irgendwie schon. Ha, Leute. Dann, Leute, hatte ich noch ein Tinder-Match mit einem anderen Boy, mit dem ich, glaube, seit 2 Monaten oder so verschreibe. Oder 1,5 Monat, ne? Und der meint irgendwie, der muss anscheinend immer arbeiten. Und ja, Leute, ich weiß nicht, was ich darüber denken soll. Weil der meinte, ja, wir können ja bald rausgehen. Aber ich weiß nicht mehr, ob ich möchte. Wisst ihr, was ich meine? Weil, ich weiß nicht, Leute. Was denkt ihr? Soll ich ihm eine Chance geben oder nicht? Aber sieht halt gut aus und er ist eigentlich auch nett, Leute. Ich weiß halt nicht, was ich tun soll. Bitte helft mir. Wie kann Cola so unglaublich lecker sein? Oh mein Gott. Justin, sei leiser. Leute, Jasmin zuckt sich durch und er nervt, er schreit rum und er nervt und ich hasse es, wenn Jungs schreien während dem Zocken. Warum schreit ihr, wenn ihr zockt? Kann das mir mal bitte jemand erklären? Also irgendwie verstehe ich es aber irgendwie auch nicht. Aber by the way, ich habe morgen vor, an Rossmann, also zu Rossmann zu gehen, mal gucken, Leute, weil mit Geld ist gerade so, ihr wisst, ich bin immer broke und diesen Monat bin ich jetzt eigentlich echt extrem broke. Ich habe mit Klarna geschrieben, Leute. Ich habe zu denen geschrieben, weil ich habe gemerkt, ich habe 2 Kleinerkonten. Ich habe zu denen geschrieben mit so einer Lady und dann habe ich sie gefragt, hey, also, warum geht das und das nicht? Und dann meinte sie so, ja, Frau, in der Vergangenheit haben sie so viel eingekauft, sie haben das zwar auch bezahlt, aber sie haben immer die Zahlungsfrist verlängert. Und dann dachte ich mir so, das sind warum muss jetzt... Und Leute, dann dachte ich mir so, okay, und? Dann habe ich zu der geschrieben, Vergangenheit ist Vergangenheit. Und dann meinte die so, nein, leider nicht. Deswegen muss ich jetzt gucken, was ich mit meinem Klarna mache. Sorry, ich hatte da nicht mal 2000 Euro Schulden, das war nur so 1000 Euro oder so. Manchmal 5000 Euro Schulden bei Klarna, Leute, und können es weiter benutzen. Warum darf ich mit unter 1000 Euro mein Klarna nicht mehr nutzen? Unverschämtheit, Leute. Also ich liebe Klarna, ich habe es geliebt, das war wie eine Sucht. Ja, aber ich schreibe zu der so, Vergangenheit ist Vergangenheit, zu der Klarna-Mitarbeiterin. Die so, nein, leider nicht. Ich so, doch, Vergangenheit ist Vergangenheit, was soll ich machen? Oh, Leute, da war ich noch ein Baby-Egg, Mann. Ich zeige euch jetzt, wie Jasmin anlockt. Jasmin, willst du 4 Würstchen haben? Nein. Ich habe die noch nicht angefasst. 4 frische Würstchen. Dann halt nicht. Leute, Jasmin enttäuscht mich heute sehr. Wie eine Lady. Aber Leute, ich habe überlegt, normalerweise müsste mein Date ja gut ankommen. Weil, guck mal, ich habe ungefähr Oktober, November, Dezember, Januar. Ich habe ungefähr, sag ich mal, alle 4 Monate ein Date, okay? Ungefähr. Und das heißt, Januar, Februar, März, April. April wäre der 4. Monat, Leute. Was, man, es ist echt so lange her? Was? Obwohl, es war im Februar. Egal, Leute. Ich sage mal trotzdem ungefähr alle 4 Monate. Das heißt, wenn wir uns im April treffen würden, dann müssten wir uns eigentlich verstehen. Obwohl, wartet mal. Alle 4 Monate habe ich ein Date mit einem neuen. Das heißt, das bringt Pech. Achso, was ich morgen auch noch vorhab, aber ich weiß nicht, ob ich das mache, Leute, weil kann sein, dass ich außerdem einschlafe für 8 Stunden. Ich sortiere meine Schulden morgen aus. Und dann gucke ich, für was habe ich mein Geld ausgegeben? Was habe ich bezahlt? Wie viele Euro Schulden hatte ich? Solche Sachen halt. Und vielleicht lese ich euch dann die lustigsten Sachen vor. Mal schauen, Leute, mal schauen. Ja, ansonsten halt noch vor, auf TikTok live zu gehen. TikTok finde ich die Menschen böse, aber ja. Okay, Leute, also ich bin zu Hause. Ich war by the way bei Rossmann. Da wollte ich auch für euch was mitfilmen von Rossmann. Aber da waren 1000 Millionen Leute und da konnte ich leider nicht mitfilmen. Und
Nein, Leute, ich habe nicht so viele Sachen eingekauft, aber ich habe auf TikTok für euch ein Rossmann Haul gedreht von den Produkten, die ich benutze, Leute, die ich wirklich fast alltäglich brauche. Ich zeige euch kurz, was ich mir gekauft habe, so als SOS-Notfall, weil ich aktuell so broke bin. Leute, Gesichtsrasierer. Ich brauche diese Gesichtsrasierer. Meine Mutter sagt immer zu mir, dass ich irgendwie Stoppel an meinen Wangen hätte. Leute, ich habe keinen Stoppel an meinen Wangen, okay? Aber ja, ich rasiere mein Gesicht und ja, sonst bin ich wie ein Affe, okay? Ja, es ist wichtig, Ladies. Ich könnte das nicht, okay? Ich kann nicht mein Gesicht nicht rasieren. Deswegen, Leute, der beste Rasierer, ich schwöre, kann ich nur empfehlen. Ich glaube, 3,45 € hat es gekostet. Dann, Sprite, erstmal gönnen. Falls euch wundert, ja, ich habe hinter mir noch 2 Liter Cola und 5 Flaschen Cola in Dosen. Deswegen dachte ich mir, eine Sprite kann ja auch mal kurz klar gehen. Dann, Leute, 94F Lip Liner von Manhattan. Leute, das ist der dunkelste Lip Liner, den es dort gibt. Und mit diesem Lip Liner, ich verspreche euch, mit dieser Farbe, eure Lippen werden bigger aussehen, als sie sind. Okay? Ich habe zwar gespritzte Lippen, ja, Leute. Aber 94F Lip Liner Manhattan, okay, meine Nägel sind nasty wegen Cell. 94F Lip Liner von Manhattan, Leute, ich schwöre, wow. Ich habe mich gewundert, dass er nicht ausverkauft ist. So, Leute, der ist immer ausverkauft. Ich gehe so hin, kurz vor Ladenschluss. Auf einmal, ich sehe so, ich bereue, dass ich nicht mehrere mitnehmen konnte. Dann das nächste Highlight, Leute, ihr wisst, ich muss ja mal mein Make-up suchen, gehen in anderen Läden und sowas. Aber Leute, auf einmal, die hatten sogar mehrere da von meiner Farbe. Ich benutze immer die Farbe Natural 01, Leute. Viele fragen auch, ja, was für eine Foundation benutzt du, Leute? Ich benutze keine Foundation, weil jede Foundation, die ich benutze, habe dann nach 3 Stunden Kacke aus. Deswegen, ich benutze tatsächlich für mein ganzes Gesicht diesen Concealer. Und ja, er hält. Und ich benutze es, glaube ich, schon seit einem Jahr oder so. Oder fast seit 2 Jahren. Und es ist der beste, den ich euch empfehlen kann. Wirklich. Pudert euch einfach oft genug nach, dann ist alles gut im Leben. Und natürlich, Leute, meine Farbe. Weil viele fragen mich, ja, was für eine Farbe benutzt du? Von welcher Marke, Leute? Ich sage es zwar öfters, aber von Sios. Das hier habe ich mir geholt, Leute. Sios. Und es ist, die Farbe ist leuchtendes Rot. Bordeaux Luminox. Das klingt wie ein Zaubertrick von Harry Potter, aber egal. Also Bordeaux-Rot. Da steht 422 drauf. Bis zu 10 Wochen Farbintensivität kann ich jetzt nicht bestätigen, weil es nach 1,5 Wochen bei mir draußen ist. Nicht mehr nach 1,5 Wochen. Aber ist egal, Leute. Ist egal. Die Farbe macht, was sie machen soll. Dann, Leute, und zwar habe ich überlegt, letzter Zeit ein bisschen, aber nur aus Spaß habe ich ein bisschen mit ein paar Leuten geschrieben von so einer Sprachreisegruppe, Leute, weil ich wollte vor 5 Jahren oder so eine Sprachreise machen, aber damals war ich noch minderjährig und oh mein Gott, ich hatte kein Geld, ich habe noch immer kein Geld. Es hat sich nichts geändert, außer mein Alter. Naja, auf jeden Fall, ich habe dann mit ein paar Leuten geschrieben und ich wusste nicht, dass sie es so ernst machen, Leute, auf einmal diese Leute von der Sprachreise, die haben mich angeschrieben auf WhatsApp und da musste ich irgendeinen Katalog bestellen. Ich zeige euch, ich packe das jetzt aus und dann gucken wir, was da zu finden ist. By the way, zu einem Kreditunternehmen, wo ich 200 Euro geliehen habe, hat mir nur 6 Mahnungen geschickt. So, Bro, chill doch, ich zahle das noch, beruhig dich. Warum schickst du mir direkt 6 Briefe und vor allem aus Malta? Aus Malta, Leute. Okay. Die heißen EF Sprachreisen. Mal gucken, was die für mich haben. Ich habe gesagt, dass ich mich für Spanien interessiere. So sieht es aus, schon mal die erste Seite. Praktika und Freiwilligenarbeit erleben. Leute, ich gehe. Sieht ihr das? Praktika und Freiwilligenarbeit erledigen. Leute, ich gehe doch nicht freiwillig arbeiten. Hallo? Hallo? Bist du gut? Ich gehe niemals in meinem Leben freiwillig arbeiten, Leute. Okay. Oh mein Gott, Miami Beach! Wow! Wow! Miami Beach? Was steht da für in Miami Beach? 40 Programme für Erwachsene Berufstätige. Ich bin berufstätig, aber heißt nicht, dass ich dahin arbeiten möchte. Könnt ihr mir nicht einfach einen Urlaub schenken oder so?
So Leute, ich bin jetzt back in der Küche und ich zeige euch, was mir geholt hat vom Döner, weil ich habe euch ja vorhin erzählt, dass ich beim Dönerladen war. Oh mein Gott, ich sehe gerade so slay aus. Also, ich habe natürlich eine Cola eingeschenkt. Pommes, Leute. Ketchup, Mayo. Wir haben 4 vegane Soßen, Leute, weil ein Döner oder Lahmacun oder sonst, es geht nie was ohne Soßen. Und unser Lahmacun, ich weiß auch nicht, was XX bedeutet, für wen das sein soll. Für mich. Nicht? Okay, gut. Und jetzt, Leute, wird reingehauen. Leute, das wurde irgendwie ganz weich und dann ist es von Stück auseinandergeflogen. Naschi. Mir geht's heute schlecht. Alexa, mach alle Lichter ein. Nein. Alexa, mach die Lichter nicht an. Halt alle Lichter auf 100%. Okay. Ich mach irgendwie nichts. Nein, alles gut, passt schon. Leute, mir geht's heute schlecht. Ich hab wieder 6 Stunden Mittagsschlaf gemacht und mir geht's schlecht. Was ist das für ein Licht? Oh. Okay, like this hell energy. Anne, wieso hast du meine große Lampe ausgeschaltet? Hä? Drück auf den großen Knopf. Nochmal. Unten, Alina. Mein normaler Lichtschalter. Gott, bist du hohl. Leute, ich weiß nicht, was es wird, aber ich wollte euch sagen, mir geht's schlecht. Mir geht's heute wirklich schlecht, okay? Leute, nein, ich bin kein Lappen. So. Nein, ich bin kein Lappen. Mit dir putze ich meinen Boden. Sei leise. Ich habe 5 Stunden Mittagsschlaf gemacht und Leute, ich habe solche Kopfschmerzen, dass ich mir erstmal von Flink Naschis bestellen musste. Naschis. Ich bin, by the way, ins Zimmer und ja, Leute, es ist sogar zu Hause. Ja, aber immer wenn ich vlogge, eigentlich ist Cell nie zu Hause. Eigentlich ist sie immer draußen. Da fragen mich viele Leute, wo ist Cell? Wo ist sie? Ja, Leute, auf jeden Fall, ich habe mir direkt als aus gesundheitlichen Gründen was bestellt, damit es mir besser geht. Und ich zeige euch gleich meinen Einkauf. Und ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe immer Kopfschmerzen, Leute, mein Nacken tut weh. Ich habe Rückenschmerzen. Schreibt bitte in die Kommentare, was macht ihr gegen Rückenschmerzen? Weil ich habe immer Rückenschmerzen. Cell auch, gell, Cell? Nein. Doch. Leute, vor 2 Tagen ist Cell sogar nicht zur Schule gegangen wegen Rückenschmerzen. Leute, ist es Cell? Hi, Cell. Hallo. Cell hat ein... Wie sieht Cell hier im... Ihr wisst es? Wisst es, Blush? Mhm. Hier, auf jeden Fall gut verteilt. Dreh dein Gesicht um. Hier auch. Oh mein Gott, Max, komm nicht rein, ich sehe aus. Oh mein Gott, Max, komm. Warum kickst du mich? Leute, sie ist aggressiv, die kickt mich einfach. Ich mag es, Zelt zu nerven. Ich mache jetzt ich zeig meinen Einkauf hier. Als allererstes habe ich Doritos, Leute. Doritos in Paprika-Geschmack, die mag Zelt. Mini-Windbeutel, die werde ich gleich aufessen. Dann Kroketten. Ja, gleich. Cola, Leute, Cola ist allerwichtigste in meinem ganzen Leben. Red Bull natürlich. Und ich schmink mich jetzt. Hallo Leute, es ist sehr, sehr hell, deswegen rede ich nicht weiter besonders, denn ich hatte gerade eben vor 2 Sekunden die Rede mit Inga, dass ich hier im Sonnenlicht nicht so gut aussehe. Okay, doch, ich sehe schon okay aus, Leute. Aber ich fühle mich im Sonnenlicht einfach nicht wohl. Ihr wisst, nur echte Chias gehen am Abend raus, treffen sich abends mit den Boys, Leute, in der Sonne. Das ist nichts für mich. Auf jeden Fall, Leute, ich habe Naschis! Also, ich habe mir Essen gekauft, übersetzt. Warte mal, eigentlich habe ich ja nichts gekauft. Zell hat gezahlt. Ich habe gesagt, ich gebe es Geld. Aber bis jetzt hat sie noch kein Geld. Das ist Trick Nummer 374. Sage, dass du Geld hast. Lass sie bestellen und dann zahl auch nicht. Warte, bis das Essen da ist und dann ess. Und dann lässt du deine Schwester 4 Stunden lang schlafen und puff, jetzt vergessen. Ich habe Naschis. Warte, mein ekelhafte Decke nicht. Ich habe ein Strohhalm von Selby gekriegt. Das ist das einzige in meinem Leben, was ich von ihr geschenkt bekommen habe. Pommes, Leute. Lecker. Pommes. Pizza. Oh, Cola. Leute, jetzt wird reingehauen. Ein ganz normaler Mittag bei mir. Also, wenn ich halt Zeit habe und Zeit, wenn ich halt nicht arbeiten gehen muss, Leute, weil ich bin ja nicht arbeitslos. Genau. Jetzt wird reingehauen, gegessen und danach wird fett Mittagsschlaf gemacht, Leute, weil ich bin so müde. Ich bin jeden Tag um 2 Uhr morgens eingeschlafen. 2 Uhr morgens. Ist das normal? Ich glaube nicht. Und 3 Stunden später muss ich dann aufstehen.
So Leute, jetzt ist Schlafenszeit angesagt. Ja, jetzt hat mir Mittagsschlaf gemacht. Wir sehen uns dann so in 5 Stunden. Okay, Spaß, keine 5 Stunden vorbei. Oh mein Gott. Ja, ich zeige euch jetzt, wie ich schlafe. Achso, wundert euch nicht, warum ich kein Bettlaken habe. Also ich habe schon eins. Keine Angst, ich habe mein Bettlaken. Aber es ist halt in der Wäsche. Und ich muss noch in die Waschmaschine tun. Stimmt, egal. Egal. Und zwar, oh Gott, ich mach's so. Au, mein Ohrring. Oh Gott, ich sehe echt hässlich dabei aus. Dann decke ich mich immer so zu, dass ich fast keine Luft kriege. Gute Nacht. Boah, ich bin direkt müde geworden. Egal, bis bald. Oh mein Gott, Leute. PayPal wollte auch voll böse. Die, erstmal, ich konnte mich nicht so einloggen. Da stand so, wir haben ungewöhnliche Aktivitäten festgestellt. Ich dachte mir, was zu Aktivitäten? Leute, ich habe da alles neu gemacht. Und dann, ich bin dann irgendwann in mein Account reingekommen, okay. Auf einmal, ich habe so gesehen, da wurde mir wieder Geld abgezogen, Leute. Okay, ich habe auch Essen bestellt und so. Aber warum ziehst du mir jetzt schon Geld ab? So chill doch ein bisschen, beruhig dich. Beruhig dich, am Ende des Monats kriegst du das und dann ist doch alles gut. Deswegen konnte ich mir wieder keine Klamotten bestellen. Ich wollte nur Klamotten bestellen, Leute. Mann. Irgendwie will ich voll vieles machen. Ich will ja auch meine Jawline spritzen. Also mit dieser Lemon Bottle Challenge, Leute. Allerdings habe ich gelesen, dass man da danach 48 Stunden kein fettiges und zuckerhaltiges Essen essen darf. Und Leute, sorry, aber ich esse nur Fastfood und Zucker. Von was soll ich mich ernähren? Von Salatblättern 2 Tage? Ich glaube, dann geht's nicht gut. Aber was kann ich gegen mein Doppelkinn machen, Leute? Sag mal, ich bin eigentlich nicht dick, Leute. Aber ich habe nur Fett an meinem Doppelkinn. Was kann ich machen? Oh Mann, ey. Oh mein Gott, ich esse gerade nur über mein Doppelkinn. Oh mein Gott, ich muss meine Zahnschienen heute tragen. Meine Zähne gehen nach vorne.